Da guck mal her, was ich jetzt nachgebracht habe in deiner Zeit. Ich bin kein so faule Sau, wo der Holm bloß rumhängt und was weiß ich was. Und Rhabarbermikl zählt oder sonstigen Müll. Nein. Bei mir arbeitet die Gehirnzelle. Ich denke, was tust du jetzt? Was machst du produktiv, aktiv? Wie reagierst du auf die eigene Aktivität? Und zwar so. Ich habe jetzt einfach mir gedacht, ja, wenn du Sport treibst, dann ist es immer so eine Sache, gell? Irgendwann bist du erschöpft. So zum Beispiel nochmal ausgiebiger Sprint von ungefähr, da haben wir ein bisschen Haustier, also 3 Meter oder so, dann bist du am Ende. Du musst immer gucken, dass du auch irgendwie Vitamine aufnimmst. Und das ist jetzt meine neueste Erfindung. Und zwar, das ist jetzt speziell, habe ich jetzt schon das erste Unikat. Also, das ist jetzt nicht von der Uni. Das Kat, sondern das ist alles praktisch so. Und zwar, das ist jetzt eine Sportjacke von Äpfelsport. Wenn du Sport machst, da ist ein Äpfel und bist kurz, dass du nicht mehr weiterkommst, denkst, ich muss jetzt Energie zunehmen, dann ist bei Äpfelsport hier der Apfel vorne auf der Jacke drauf dran angenäht. Sodass, wenn es danach ist, ziehst du die Jacke aus, beißt den Stiegel ab und kannst wieder weiterwetzen. Also, ich muss sagen, sagenhaft, das passt auch auf viele andere Produkte drauf. Zum Beispiel bei Äpfelsports, das ist ja da ein Markenzeichen, die Äpfel, das kann man auch auf andere Produkte drauf machen. Zum Beispiel auf andere Äpfel, na, auch so ein Äpfel drauf näher. Das geht einwandfrei. Und ich muss halt auch sagen, das ist etwas für die Allgemeinheit. Dann hat jeder einen Äpfel.